Diese Übung bestaunen wir im Varieté oder im Zirkus. Manches Mal halten wir sogar ob des Wagnisses die Luft an. Es wirkt so zauberhaft leicht und elegant. Dahinter steckt jedoch viel Geduld und harte Arbeit. Diese Akrobaten hier suchen nicht den Weg ins Showgeschäft. Sie sind Sportakrobaten und suchen den Wettkampf oder ihren Freizeitspaß. Und damit ein herzliches Hallo. Wir sind heute bei der Turngemeinde in Berlin, kurz TIP. Und dieser Verein in Berlin-Kreuzberg ist eine prima Anlaufadresse für alle Menschen, die Lust haben auf das artistische Spiel vom Körper gegen die Schwerkraft. Sportakrobatik für Kinder und für Freizeitsportler. Das ist unser Thema heute bei Kurz vor 5, Ihrem Freizeitsportmagazin. Bei der Sportakrobatik ist Beharrlichkeit gefragt, denn Übungen benötigen ihre Zeit. Wer aber Lust an der Bewegung mitbringt und immer wieder ausprobiert, der kann bei der Akrobatik viel Spaß haben. Am Anfang wird Kraft und Koordination geschult. Der Sport trainiert den ganzen Körper. Teamarbeit, Disziplin und Beweglichkeit sind die Hauptmerkmale. Alles zusammen ergibt eine perfekte athletische Grundlage für jede andere Sportart und sorgt für ein ausgewogenes Körpergefühl. Dass Sportakrobatik auch zum absoluten Lebensinhalt werden kann, das beweist Werner Hassepass, der nach seiner Ausbildung viele, viele Jahre mit dem Zirkus rumgetingelt ist und heute als Übungsleiter seine Erfahrungen weitergibt. Was ist das Faszinierende an diesem Sport? Ja, Sportakrobatik, einmal sagst, ist es Akrobatik, die sportliche Seite, und verlangt absolute Teamarbeit, hautnahe Teamarbeit, wie es in keiner anderen Sportart das vorgibt. Nicht so muss man das sehen. Und auf der anderen Seite bin ich natürlich Akrobatik-Fan seit Kindheit. Wir hatten dort einen Lehrer, der uns die Akrobatik vermittelt hat. Und das hat sich fortgesetzt bis ins heutige Leben sozusagen. Sie haben die sportlichen Komponenten angesprochen und die sozialen so ein bisschen am Rande. Wie wichtig ist denn das, dass man miteinander turnt? Also es gibt wenig Sportarten vielleicht, wo es so intensiv miteinander geht. Weil ich sage mal, wenn die Sportakrobaten miteinander turnen, dann muss das funktionieren wie ein Nervensystem. Wenn der obere aus der Reihe geht, und dann funktioniert die Balance nicht mehr. Und so muss das aber miteinander funktionieren. Und einer miteinander, das gibt es nirgendwo anders so genau. Ja, das war eine schöne Umschreibung. Ihre Wurzeln liegen übrigens bei der Staatlichen Artistenschule in Berlin. Und die wollen wir Ihnen jetzt vorstellen, liebe Zuschauer. Wer an der einzigen Staatlichen Artistenschule Deutschlands aufgenommen wird, der braucht vor allem eins: eiserne Disziplin. Seit 1954 gibt es die Schule. Gegründet wurde sie nach dem Vorbild der weltberühmten Zirkusschule in Moskau. Die Ausbildung ist knallhart. Ab der 5. Klasse haben die Schüler mehrere Stunden am Tag Artistikunterricht, Jonglage, Seiltanz und Akrobatik. Aber auf dem Stundenplan stehen auch ganz normale Fächer wie Mathe, Deutsch und Geografie. Eine 50-Stunden-Woche für die Schüler, die auch am Samstag lernen und trainieren müssen. Jeder Dritte bricht die Ausbildung ab, aber wer sie 9 Jahre lang durchhält, der bekommt nach erfolgreicher Abschlussprüfung das Fachabitur und den Titel staatlich geprüfter Artist. Und wir sehen hier Lena, 11 Jahre jung, am Podest, und sie hat sogar noch ein Grinsen für uns übrig. Ist das gar nicht anstrengend? Nein. Was machst du da? Wie heißt die Übung? Krokodil. Und Lena ist mit dieser Übung schon zweimal Berlins Beste geworden. Du kannst aufhören, das ist bestimmt unwahrscheinlich anstrengend. Warum gehst du gerne zur Sportakrobatik? Weil es sehr viel Spaß macht. Was genau? Weil man auch immer gut im Sportunterricht ist und es auch viel Spaß macht und man sich mit Freunden treffen kann. Kannst du noch eine zweite Übung? Ja. Wie heißt die? Spagaföhr. Okay, mach mal. Und ich kann mal in der Zeit mich mit der Mama von Lena unterhalten, Frau Bayer. Warum sehen Sie es denn gerne, dass Ihre Tochter zum Sport geht, zu diesem Sport? Ja, der Sport erfordert viel Kraft, Disziplin, Beweglichkeit. Das macht ihr großen Spaß. Sie ist da seit 4 Jahren mit Begeisterung bei der Sache und hat auch viel Erfolg. Und da ist man ja als Eltern froh. Und deshalb finde ich es gut, dass sie hier hingeht. Ja, und sie hat unwahrscheinlich viel Ausdauer, ist immer noch da oben. Ich sage Dankeschön, Lena, danke, Frau Bayer. Ja, und wenn Sie vielleicht auch Lust haben, Ihre Kinder bei der Akrobatik anzumelden oder auch im Erwachsenenalter noch zu dieser Sportart zu stoßen, wir zeigen Ihnen, wo Sie sportakrobatisch tätig werden können. In der Sportakrobatik sind Berlin und Brandenburg vereint. Landesmeisterschaften werden gemeinsam ausgetragen. Hier lernen Kinder, Haltung zu bewahren, zum Beispiel bei den Sportfreunden Brandenburg an der Havel. Insgesamt bieten 5 märkische Turnvereine Sportakrobatik an. Der SV Einheit Zepernick, Motor Babelsberg, der Budo-Verein Dynamo Hoppegarten und in Brandenburg an der Havel neben den Sportfreunden auch noch die Eisenbahner Kirchmöser.
Neben dem Vereinssport gibt es die Akrobatik auch im Zirkus. Erlaubt ist, was Spaß macht, unterhält und spektakulär aussieht. Den Berliner Zirkus Kabuwazi, der chaotisch bunte Wanderzirkus, gibt es mittlerweile schon an 5 Standorten. Es macht Spaß! Ja, und ich finde es toll, dass es eigentlich nicht um Leistung geht, sondern dass man eigentlich zusammenarbeitet. Zirkus für Kinder und Jugendliche gibt es auch in Brandenburg. Montelino in Potsdam zum Beispiel ist ein eingetragener Verein. Trainiert wird wie bei Turnern, nur gibt es statt Wettkämpfen eben Auftritte. Eine Übersicht über alle Vereine und Zirkusprojekte finden Sie auf unserer Homepage. Und dass man Sportakrobatik auch im gehobenen Alter machen kann, beweist dieser menschliche Torbogen. Ungefähr 60 Lebensjahre, darf ich sagen. Und hier komme ich zu 2 Turnerinnen. Da frage ich doch gleich erstmal nach dem Alter. Wie heißt du und wie alt bist du? Ich heiße Lotta Rüge und bin 27 Jahre alt. 27 Jahre. Und mit wem haben wir es hier zu tun in der Luft? Giorgia, 39, aus Italien. Ah, Giorgia, 39. Ja, genau. Und ich habe gehört, du bist Seiteneinsteigerin. Wie anstrengend ist der Sport? Ein bisschen schon, aber ich bin trainiert, weil ich vom Turnen komme. Und würdest du sagen, dass jeder, sag ich jetzt mal, 30-Jährige sich diesem Sport zumuten darf? Auf jeden Fall. Also kann man anfangen mit 30. Lotta ist erst junge 27 Jahre. Was zeichnet diesen Sport aus? Ach, das, man hat viel Kontakt mit Leuten, Körperkontakt auch und sehr entspannt. Genau, man vergisst ein bisschen, dass man Sport macht. Ein bisschen Adrenalin, wenn man Angst hat, runterzufallen, eine Balanceübung. Genau. Gefällt. Giorgia, wie viel Vertrauen hast du in Lotta? Du kennst sie noch gar nicht so lange. Heute habe ich sie kennengelernt. Und es ist anstrengend. Wie lange lang könntet ihr diese Übung jetzt noch machen? Ach, wir machen einfach ein paar Übungen hintereinander gerade, die so aneinander knüpfen und ganz gut passen. Ja, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Oh, jetzt löse ich diese Übung auf. Hoffentlich stürzt der Bogen hier nicht auf mich zusammen. Wer sich für Sportakrobatik interessiert, bitte auf unsere rbb-Tech-Seite 358 gehen. Außerdem kann man auch diese Sendung eine Woche noch online sich im Internet angucken. Ich wünsche Ihnen eine richtig schöne Woche. Machen Sie es gut. Dankeschön, Ladies. Danke.